Hallo Ali, heute mache ich mir mal ein wenig Marinade für Grillfleisch. Ich habe mir heute ein paar Putenmedaillons geschnitten. Dazu brauche ich dann für die Marinade Petersilie, ganz wichtig, ein bisschen Limette für die Säure. Da kann man aber auch Essig nehmen, Balsamessig oder auch Zitrone. Ich mag das mit dem Balsamessig nicht so sehr, die Farbe gefällt mir da nicht so gut. Ganz wichtig auch Knoblauch, etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer. So, als erstes, ich mache das ja mit einer Maschine, ja, mit diesem kleinen Häcksler. Als erstes gebe ich da mal meine Knoblauchzehen rein. Die kann man jetzt ein bisschen zerteilen oder kann sie lassen, wie sie sind. Und die werden erstmal schon so ein bisschen klein gehäckelt. Huch, da muss ich natürlich auch den Deckel drauf machen. So. Das reicht schon. Als nächstes gebe ich dann meine Petersilie dazu. Die habe ich hier schon mal so ein bisschen grob zerhäckselt oder zerrissen. Die kann ich bei dem Gerät also mit Stiel hier reinmachen. Wenn man jetzt nicht so ein Gerät hat und das alles von Hand schneiden möchte oder muss, dann sollte man die Stiele entweder ganz, ganz fein schneiden oder halt die Stiele abmachen und nur die Blättchen zupfen und da reinmachen. So, das kommt auch da rein. So, ein bisschen runter. Halt falsch rum. Wird dann auch noch mal schön klein gemacht. Ja, wunderbar. Das braucht nicht ganz so grob sein, also wirklich schön klein gemacht. Hier sieht man das. So, jetzt gebe ich hier noch einen kleinen Schuss, einen kleinen Spritzer von der Limette mit ran. Ja, so ein bisschen als Säure. So, etwas Salz. Ja, da streiten sich ja die Geister, ob man vorher salzen soll oder ob man erst am Tisch salzen soll. Das, so einen sagen, das macht das Fleisch trocken, entzieht die Flüssigkeit. Also ich mache immer etwas Salz vorher schon mit ran an die Marinade. Und Pfeffer auch. Beides nicht zu viel. So, Deckel drauf. Und das Ganze nochmal durchmischen. Gut, und jetzt kommt zum Schluss Olivenöl. Wenn man jetzt kein Olivenöl hat, nimmt man halt normales Sonnenblumen- oder Rapsöl. Und da kann ruhig ein guter Schuss ran. Und das Ganze wird dann nochmal gemischt, halt natürlich mit Deckel. So, und fertig ist der ganze Spaß. Jetzt kann das Ganze zum Fleisch dazu. Ich werde jetzt mal hier das Messer rausnehmen. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie Spinat jetzt. Riecht aber deutlich anders. Riecht richtig schön kräftig nach Petersilie und nach Knoblauch. Und das Ganze wird jetzt hier gut untergemischt, dass also vom Fleisch oder das Fleisch überall so ein bisschen Marinade dran hat. Das lässt man jetzt eine Weile ziehen. Also ich mache das meist so, dass ich vormittags das Fleisch einlege, um es dann am Abend zu essen, beziehungsweise wenn ich früher als abends, also um die Mittagszeit essen will, dann mache ich das am Abend zuvor. So, das ist jetzt alles schön genetzt und es riecht hervorragend, wenn man das riechen könnte. Oh ja. Ja, man kann dazu also entweder Pute, wie ich jetzt, nehmen oder auch Hähnchen oder wer mag auch mal ein Kotelett, das kann man genauso mit der gleichen Marinade machen. Wer unbedingt sein Steak marinieren möchte, also ich mache es nicht, aber wer es unbedingt machen möchte, sollte dann auch diese Marinade dafür wählen. Ich mache es einfach lieber ohne Marinade, ein Steak muss einfach Natur sein für mich. Schön auf dem heißen Grill gemacht, ein bisschen Kräuterbutter dazu. Ja, ich lasse das Ganze jetzt hier erstmal stehen und ich zeige dann nachher nochmal, wenn ich das auf den Grill lege, wie das dann aussieht, wenn es fertig gegrillt ist. Die Marinade hat jetzt einige Stunden Zeit, das Fleisch schön schmackhaft zu machen.
So sieht es jetzt aus. Das Fleisch hat auch so ein bisschen die Farbe angenommen. Ich werde das jetzt hier auf den Grill packen. Dann stelle ich dazu auf volle Pulle. Ich habe den auch schon mal vorgeheizt. Hier hinten liegt schon mal so eine einsam und verlassene kleine Tomate. Die habe ich im Übrigen auch mit der gleichen Marinade mariniert. Ja, gewürzt kann man vielleicht eher sagen. Das schmeckt auch sehr, sehr gut. So, jetzt packe ich hier die Stückchen auf. Alles kleine Stückchen. Immer noch mal gucken, bevor man es auf den Grill raufpackt, dass auch überall was von der Marinade dran ist. Das braucht jetzt hier auch nicht so lange, jedenfalls auf meinem Grill, der ist ja sehr heiß. Das ist ja eine Gaskugel hier. Ich grill das erst einmal richtig heiß an und dann lasse ich es einen Moment noch in der Ruhezone liegen. Ich habe jetzt schon mal einmal gewendet, das lässt man immer so 1-2 Minuten bei voller Hitze drauf und wenn sich das Fleisch dann vom Rost ganz leicht ablösen lässt, dann dreht man halt. Das muss man so ein bisschen ausprobieren, wie heiß der Grill aktuell ist. So sieht das Ganze jetzt aus, das ist die Tomate, das Fleisch, ich habe es hier absichtlich ein bisschen klein geschnitten. Das war jetzt genau 5 Minuten auf dem Feuer. Ich esse jetzt noch ein bisschen Bulgursalat dazu. Man kann ja auch irgendwas anderes nehmen, vielleicht noch ein bisschen Brot, ein bisschen Barbecue-Soße. Ja, und ich lasse mir das erstmal schmecken. Ich wünsche jedem viel Spaß beim Nachkochen und immer einen guten Appetit. Tschüss!